Es gibt eine neue Spur in einem vermissten Fall, der bereits Jahrtausende zurückliegt. Denn obwohl Kleopatra zu den mächtigsten Personen der antiken Mittelmeerwelt zählte, fehlt von der legendären Pharaonin bis heute jede Spur. Ihr Tod im Jahr 30 vor Christus wird seit jeher von gewaltigen Fragezeichen überschattet. Doch nun glaubt eine Forscherin, den wahren Hintergründen des verlorenen Kleopatra-Grabes auf die Spur gekommen zu sein. Entgegen der ersten Vermutung soll die Königin des Nils jedoch nicht in einer prunkvollen Grabstätte in ihrer Heimatstadt Alexandria beigesetzt worden sein, sondern in einer geheimen Kammer, die sich tief unter der Erde verbirgt. Wir schreiben das Jahr 2002, als Kathleen Martinez in die antike Stadt Taposiris Magna reist, um dem unüberblickbaren Labyrinth des Kleopatra-Rätsels einen neuen Gang hinzuzufügen. Allerdings ist die Spurensucherin aus der Dominikanischen Republik keine ausgebildete Archäologin, sondern eine studierte Anwältin. Da ihre persönliche Leidenschaft aber schon immer den Geheimnissen der Vergangenheit galt, schreckte sie vor über 20 Jahren nicht davor zurück, die Ausgrabungen in Taposiris Magna aus eigener Tasche zu bezahlen. Und während Martinez unkonventionelle Grabtheorie anfangs vielleicht noch als verrückte Idee abgestempelt wurde, machte sie sich im Laufe der Zeit einen Namen und arbeitete unter anderem mit berühmten Fachgrößen wie Zahi Hawass zusammen. In erster Linie geht es Martinez aber überhaupt nicht darum, die Anerkennung und den Ruhm der archäologischen Forschungswelt einzuheimsen. Nein, sie verfolgt das Ziel, etwas mehr Wahrheit in die verklärte Geschichtsschreibung zu bringen. Demnach hält sich noch immer die hartnäckige Vorstellung, dass Kleopatra nichts als eine betörende, aber durchtriebene Schönheit war, die Julius Caesar und Marcus Antonius verführte, um ihre eigene Macht zu festigen. Doch wie sehr deckt sich diese hauptsächlich von den Römern überlieferte Darstellung mit der historischen Realität? Dort, wo authentische Quellen aus den Reihen der alten Ägypter fehlen, müssen wir zwangsläufig auf andere Informationen zurückgreifen. Dass Kleopatra gewisse Allianzen schmiedete, um sich vor der drohenden Gefahr gegen die römische Übermacht zu wappnen, steht außer Frage. Außer Frage steht aber auch, dass die letzte Pharaonin eine kultivierte Politikerin war, die zum einen 12 Sprachen beherrschte und überdies in der Mathematik, der Philosophie, der Redekunst und der Astronomie ausgebildet worden war. Das Ende einer Königin. Im Jahr 69 vor Christus, in Alexandria zur Welt gekommen, bestieg Kleopatra nach dem Tod ihres Vaters Ptolemaios XII. Mit 18 den Thron. Da sie eine Frau war, durfte sie jedoch nicht allein regieren. Ihr Bruder Ptolemaios XIII., der damals gerade einmal 10 Jahre alt war, wurde zu ihrem Mitregenten ernannt. Schließlich bildeten sich rivalisierende Lager und die Anhänger von Kleopatras Bruder versuchten, die Pharaonen zu stürzen. Letztlich gelang es der in die Enge getriebenen Herrscherin aber, ihre Macht zu sichern. Sie verbündete sich mit Rom, indem sie eine strategische Partnerschaft mit Caesar einging und ihm einen Sohn gebar. Nach Caesars Ermordung ging Kleopatra eine Beziehung mit dessen Nachfolger und Vorzeigefeldherrn Marcus Antonius ein und dieses Mal sollten aus der Verbindung 3 Kinder hervorgehen. Im Detail war Marcus Antonius im Jahr 43 vor Christus Teil einer neuen römischen Machtstruktur geworden, die nach Caesars Tod entstanden war. Dieses sogenannte Triumvirat setzte sich aus 3 Machthabern zusammen. Aus Marcus Antonius, Marcus Lepidus und Octavian. Doch dann traf Antonius eine Entscheidung, welche die Historiker rückblickend als den Anfang vom Ende bezeichnen. Er war so sehr in Kleopatra vernarrt, dass er seine Frau Octavia verließ und nach Alexandria zog. Anders als Kleopatra es beabsichtigt haben dürfte, zog dieser Liebesbeweis aber fatale Folgen nach sich. Statt die Unterstützung Roms zu erhalten, handelte sich Antonius den grenzenlosen Zorn seines Mitherrschers ein. Denn eines dürfen wir nicht vergessen, Octavia war Octavians Schwester. Dieser schäumte vor Wut und erklärte Antonius und Kleopatra den Krieg. 3 Jahre später, im Jahr 31 vor Christus, hatten Octavians Streitkräfte endgültig die Oberhand gewonnen. Und während die Römer in Richtung Alexandria marschierten und das Schlachtengetümmel immer näher rückte, zog sich Kleopatra in ein Mausoleum in ihrem Palast zurück. Was dann folgte, könnte in dieser Form wohl auch in einer klassischen Shakespeare-Tragödie auftauchen. Während Marcus Antonius an der Front war, erhielt er eine Nachricht, die seine Welt zusammenstürzen ließ. Kleopatra sollte sich selbst umgebracht haben. Für Antonius stand sofort fest, dass er seiner Geliebten in den Tod folgen würde, weshalb er sich in sein eigenes Schwert stürzte. Doch er überlebte zunächst und wurde schwer verwundet in Kleopatras Kammer gebracht. Folglich erkannte er dort, dass seine Angebetete in Wahrheit noch immer wohl auf war.
Und so manch ein Forscher vermutet, dass Kleopatra selbst hinter der Selbstmordnachricht steckte, um ihre eigene Position zu verbessern. Demnach hatte Antonius zu diesem Zeitpunkt seine gesamte Macht eingebüßt und er könnte in Kleopatras Augen eher eine Bürde als ein Trumpf gewesen sein. Alternativ dazu glauben andere Historiker aber, dass die Pharaonin die Nachricht in der Hoffnung überbringen ließ, damit sich Antonius aus Angst den Römern ergibt. Sie könnte gehofft haben, auf diese Weise sein Leben zu retten. Doch wie wir heute wissen, sollte er bald darauf seinen letzten Atemzug tun. Kleopatra fand sich wenig später im Palast wieder, wo sie mit Octavian über ihre Zukunft verhandelte. Ihr Wunsch war es, ihren Sohn Caesarion zum König von Ägypten zu machen. Octavian wollte Caesarions Nachfolge aber um keinen Preis zulassen und so kam es, dass Kleopatra wohl erkannte, dass es nichts mehr gab, wofür es sich zu leben lohnt. Wie es der letzten Pharaonin von Ägypten genau gelungen ist, ihrem Leben ein Ende zu setzen, ist jedoch ein ungelöstes Rätsel. Mit Sicherheit hast du schon mal von der Geschichte des Feigenkorbs gehört, der in Kleopatras Gemächer geschmuggelt wurde und eine Giftschlange enthielt. Ob der Schlangenbiss aber wirklich Kleopatras Ende herbeiführte oder ob sich diese das Gift doch auf eine andere Weise injizierte, können wir heute nicht mehr mit abschließender Sicherheit sagen. Fest steht jedoch, dass Octavian zum ersten Kaiser von Rom avancierte und dass er dem letzten Willen der Königin des Nils entsprach und sie Seite an Seite mit Marcus Antonius in ihrem Mausoleum bestatten ließ. Verbirgt sich hier das Grab der Kleopatra? Das Problem ist nun jedoch, dass niemand weiß, wo sich eben jenes Mausoleum befindet. Wir kennen keine altertümliche Aufzeichnung, die erwähnt, wo genau Kleopatra zur letzten Ruhe gebettet wurde. Was wir aber kennen, sind Aufzeichnungen, die zeigen, dass die Pharaonen im damaligen Glauben als die Wiedergeburt der Göttin Isis galt. Und siehe da, das Team um Kathleen Martinez hat in Taposiris Magna einen Tempel identifiziert, der eben jener Gottheit gewidmet war. Vor diesem Hintergrund erscheint es also nur logisch, dass die legendäre Königin in, oder besser gesagt, unter einem Heiligtum ruht, das ihr göttliches Wesen unterstreicht. Doch es gibt auch skeptische Gegenstimmen, denn für gewöhnlich wurden die altägyptischen Herrscher nicht in Tempeln oder darunterliegenden Kammern beigesetzt. Doch außergewöhnliche Umstände könnten außergewöhnliche Maßnahmen erfordert haben. Martinez glaubt, dass die Römer genau über Kleopatras Begräbnisort Bescheid wussten und dass dieser von Octavian offiziell abgesegnet worden war. Doch nach der Mumifizierung könnten die Priester von Taposiris Magna die Leichname von Kleopatra und Marcus Antonius gestohlen und sie an einen geheimen Ort gebracht haben. Dass Taposiris Magna unabhängig von Kleopatra für Bestattungen genutzt wurde, beweist die Entdeckung einer ausgedehnten Nekropole. Hier wurden bereits Mumien mit goldenen Zungen geborgen. Diese sollten es den Verstorbenen ermöglichen, im Jenseits mit den Göttern zu sprechen und bezeugen deren hohen gesellschaftlichen Positionen. Und auch die Münzen, die vom Abbild Kleopatras geziert werden, scheinen eine direkte Brücke zwischen Taposiris Magna und der verschollenen Pharaonin zu schlagen. Hohe Wellen schlug wiederum die Meldung, die vor wenigen Jahren die Runde machte. Das Forschungsteam um Martinez hatte unterhalb der Stätte einen über 1,3 Kilometer langen Tunnel identifiziert. Dieser erinnert stark an den Eupalinius-Tunnel in Griechenland, der allgemein als Paradebeispiel der altertümlichen Ingenieurskunst gilt und ab dem 6. Jahrhundert vor Christus als Aquädukt fungierte. Welchem ursprünglichen Zweck der Tunnel von Taposiris Magna diente, ist jedoch ungewiss. Das gleiche gilt für die gewaltige unterirdische Kammer, die dort mit Hilfe von seismischen Messungen entdeckt wurde. Ob es sich dabei tatsächlich um die letzte Ruhestätte von Kleopatra handeln könnte, das werden die Experten wohl erst herausfinden, wenn sie den verborgenen Hohlraum betreten. Und praktischerweise kann dieser über einen Tunnel erreicht werden. Und tatsächlich hat sich Kathleen Martinez in der letzten Grabungssaison in die geheimnisvolle Passage hineingewagt. Mit seinen aufwendig verputzten Wänden und den uralten Malereien ließ der Durchgang keinen Zweifel daran aufkommen, dass er einst zu etwas Besonderem geführt haben muss. Der Bau des Tunnels war ein gleichermaßen zeitaufwendiges wie kräftezehrendes Unterfangen. Und doch bleibt sein ehemaliges Ziel vorerst ein Geheimnis. Demnach fand sich Martinez nach etwa 30 Metern vor einer gewaltigen Wand aus Schutt und Trümmern wieder, die in dem beengten, stickigen Umfeld einfach nicht passiert werden konnte. Und leider scheiterte auch der weitere Vorstoß am Papierkram. Da die Grabungsgenehmigung der Forscherin ausgelaufen war, war es ihr in der restlichen Zeit nicht mehr möglich, den Schuttberg abtragen zu lassen und zu schauen, was sich dahinter verbirgt. Doch immerhin wissen wir schon mal, dass es einen dahinter auch wirklich gibt.
Einige Lücken in der Barriere ließen erkennen, dass der Tunnel noch weiterführt, sodass die Hoffnung auf eine der größten archäologischen Sensationen aller Zeiten ungebrochen ist. Ungebrochen ist auch unsere Hoffnung, dass du jetzt auf das Däumchen und den Abo-Button klickst. Tritt jetzt sehr gerne unserer Community bei und lass dir nie wieder ein neues Video von uns entgehen. Bis bald!